Moin Leute, welche Heizung fühlt sich eigentlich am besten an? Die Frage klären wir heute. Meine kleine Familie und ich konnten bisher Infrarotpanels, Heizkörper, Fußbodenheizung, Klimaanlagen und auch einen alten Kachelofen ausprobieren. Und ich gebe euch heute hier ein Heizungsranking unserer Familie und erkläre euch, was wissenschaftlich gesehen wichtig ist, damit eine Heizung als angenehm empfunden wird. Das ist nämlich vielleicht anders, als viele denken. Also viel Spaß dabei. Es gibt drei Arten, wie man Wärme übertragen kann und unterschiedliche Heizungen nutzen diese unterschiedlich stark. Einmal Konvektion, also die Erwärmung der Luft. Die warme Luft steigt auf, die abgekühlte Luft wird durch die Schwerkraft wieder nach unten gezogen und es entsteht eine Art von Kreislaufströmung. Das könnt ihr hier sehen, wie das so schematisch abläuft. Ach ja, und Konvektion kann logischerweise nicht im Vakuum funktionieren, das ist noch ein wichtiger Fakt. Dann gibt es noch die sogenannte Strahlungswärme. Hier wird Wärme über Strahlung übertragen. Also diese elektromagnetische Strahlung trifft dann zum Beispiel auf die Haut oder auf ein Möbelstück und erwärmt diese dann. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Infrarotlampen oder Infrarotpanels. Wärmestrahlung, meist Infrarot ist damit gemeint, Licht, Röntgenstrahlung, Mikrowellen oder sogar die gefährliche Gammastrahlung sind tatsächlich ein und dieselbe Art der Strahlung, nur mit einer anderen Frequenz. Und Strahlungswärme kann im Vakuum übertragen werden. Das ist ein großer Unterschied zur Konvektion. Deswegen kann die Sonne überhaupt die Erde erwärmen, sonst würde das nicht funktionieren. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Konduktion, also die direkte Wärmeleitung. Wenn ihr euch zum Beispiel gegen einen Kachelofen lehnt, dann erwärmen die Kacheln direkt eure Haut. Also die direkte Übertragung der Wärme über zwei Stoffe. Hier links könnt ihr sehen, welche Heizung welche Anteile an dieser Wärmeleitung abgibt. Infrarotpanels zum Beispiel, Fußbodenheizung und ein Kachelofen geben verhältnismäßig viel Strahlungswärme ab und weniger über Konvektion. Die normalen Heizkörper funktionieren je nach Ausführung so um die 50 bis 100% über Konvektion. Die typischen Heizkörper, die man in deutschen Haushalten findet, haben meistens einen sehr hohen Konvektionsanteil. Okay, alles klar, ich zeige euch jetzt mal, welche Heizung wir am besten fanden. Unser ganz klarer Platz 1 ist dieser wunderbare Kachelofen. Er wird mit Holz befeuert und man kann diesen auch offen betreiben, allerdings nur, wenn die Kinder schon schlafen und man sich dann davor setzt und ein kleines Feuer anmacht. Von der Wärme und Gemütlichkeit kommt da in unseren Augen absolut gar nichts dran, besonders natürlich, wenn er offen ist und das Kaminfeuer schön knistert oder wenn man direkt neben den warmen Kacheln sitzt. Ist aber eher was für einen schönen Abend. Zum permanenten Heizen müsste man andauernd Holz nachlegen und auch die Steuerung der Heizleistung ist schwierig. Das macht man über die Klappe, also die Luftzufuhr. Holz als Quelle ist aus vielen Gründen sowieso sehr umstritten. Also ein Grund zum Beispiel ist, dass es um den deutschen Wald im Moment leider nicht so gut steht. Ihr könnt hier sehen, dass immer mehr Bäume eine lichte Krone haben und das ist ein Indikator fürs Waldsterben. Gerade mal 21% unseres Waldes in Deutschland scheinen wirklich gesund zu sein und die Tendenz ist leider fallend im Moment. Ein aktueller Grund von mehreren ist der massive Borkenkäferbefall, der besonders die Fichte betrifft. Ich habe mit Förstern und Waldbesitzern mal kurz geredet und die Gegen- und Fördermaßnahmen der Politik besprochen, die jetzt veranlasst wurden. Die haben gesagt, dass diese Fördermaßnahmen und Gegenmaßnahmen komplett am Problem vorbeigehen und praktisch keine Wirkung zeigen. Wenn es euch interessiert, kann ich hierzu gerne noch eine Folge machen und etwas mehr erzählen. Schreibt unten in den Kommentar, wenn ihr das gerne haben wollt. Okay, zurück zur Heizung. Die Heizleistung dieses Kachelofens liegt so bei 7 bis 9 kW, je nachdem, was man da so reinpackt. Und so circa 30% werden hier über Konvektion und 70% über Strahlungswärme abgegeben. Okay, Platz 2 unseres Rankings, das ist die Fußbodenheizung. Wir finden diese nämlich nach dem Kachelofen am zweitschönsten. Naja, der Grund ist ziemlich einfach, die Füße sind so schön warm. Tatsächlich durch direkte Übertragung, also Konduktion der Wärme an die Füße. Eine weitere Besonderheit bei der Fußbodenheizung ist, dass diese die Wärme im Gegensatz zu normalen Heizkörpern bei sehr niedrigen Temperaturen überträgt. Also das Wasser in den Leitungen der Fußbodenheizung ist so ca. 35 Grad warm, je nach System. Das funktioniert auch nur deshalb, weil die Fläche so groß ist. Für Wärmepumpen, die hohe Wassertemperaturen nur mit großen Wirkungsgradeinbußen hinbekommen, das perfekte System. Hier könnt ihr sehen, wie die Leistungszahl einer Wärmepumpe abhängt von der Vorlauftemperatur. Also der Temperatur, auf die die Wärmepumpe das Heizungswasser erhitzt. Das Bild ist für 5 Grad Außentemperatur und ihr seht, dass man bei dieser Heizung für 55 Grad Wassertemperatur fast nur noch die Hälfte der Leistungszahl erreicht. Platz 3, das sind Heizkörper und die Klimaanlagen, die wir hier benutzen. Beides nutzt als Wärmeübertragung hauptsächlich Konvektion und für uns ist da eigentlich kein großer Unterschied vom Gefühl her.
Wir schalten die Klima morgens nach dem Aufstehen immer auf volle Pulle, also über Smart Home quasi, also geben den mündlichen Befehl. Dann dreht der Lüfter unten total hoch und wärmt den Raum innerhalb von 10, 15 Minuten super angenehm auf. Das geht wirklich mega schnell. Sobald wir dann runtergekommen sind, ist das Wohnzimmer warm und die Lüftung kann runtergestellt werden. Die Klima hat noch einen eingebauten Luftfilter, was mir als Allergiker tatsächlich gewisse Vorteile bringt. Das befürchtete Aufwirbeln von Staub und Pollen durch den Luftzug konnte ich jetzt nicht feststellen, denn wenn man die Anlage was runter schaltet, ist das eigentlich auch nicht so stark. Wichtiger als diese passiven Maßnahmen gegen Allergien sind in meinen Augen aber sowieso aktive Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Luftfilter, regelmäßiges Staubwischen, Haare waschen vor dem Schlafengehen, die Bettbezüge oft wechseln, Raumlüftung mit Pollenfilter und natürlich der Besuch beim Allergologen, der kann dir möglicherweise noch am besten helfen. Die Wahl der Heizung halte ich als stärker Allergiker eher für zweitrangig. Mit den aktiven Maßnahmen kann man aber relativ viel erreichen. Da würde mich aber auch eure Erfahrung interessieren. Erzählt mal ein bisschen, wie das bei euch so ist. Es gibt ja sehr viele Allergiker mittlerweile. Platz 4 sind Infrarotpanels. Hier könnt ihr so ein Ding sehen, sogar ganz hübsch mit einem Bild von Hokusai und da gibt es noch mehrere Bilder. So ein Panel hier kostet so um die 200 Euro. Unten ist ein Link, da wo ich es her habe, von Amazon und liefert so circa 1000 Watt. Das dürfte die Heizung mit dem größten Anteil an Wärmestrahlung sein. Und die Strahlung trifft dann zum Beispiel auf die Haut oder auf die Möbel und erwärmt diese dann direkt. Ein gewisser Teil Konvektion erfolgt natürlich auch, da das Panel an der Oberfläche selbst auch warm wird. Die Heizung ist im Vergleich zu den Klimaanlagen oder Wärmepumpen so grob um den Faktor der Leistungszahl ineffizienter. Also das heißt so ungefähr um den Faktor 3 bis 5. Das ist schon wirklich krass. Also bei gleicher erzeugter Wärme brauche ich im Vergleich 3 bis 5 mal mehr Strom, also ein echter Stromfresser. Der Vorteil ist aber, ich kann kleine Bereiche direkt und lokal erwärmen. Hier zum Beispiel steht das Ding im Büro und morgens strahlt mir das Teil echt direkt an meinen Rücken und das ist schon ziemlich geil, muss ich zugeben. Das super kleine Büro hier bekommt das Teil tatsächlich auch relativ schnell warm und die Rechner tun ihren Teil dazu. Deswegen ist hier jetzt keine Klima oder irgendwas Effizientes nötig. Für einen großen Raum halte ich das aber für sehr, sehr unsinnig und ineffizient. Kann aber im kleinen Einsatz eine nette Ergänzung sein, sieht nett aus, kostet nicht viel und wie gesagt, für so kleine Einsätze ist das auch völlig in Ordnung. Erzählt doch mal von euren Erfahrungen und was ihr so am besten findet. Das würde mich echt mega interessieren. Wie ist so euer Ranking? Ich denke, alle Menschen sind da ein bisschen anders und oder wie der Kölner zu sagen pflegt, jeder Jeck ist anders. Ja, Behaglichkeit. Die Behaglichkeit ist in Deutschland natürlich genormt. Wo kommen wir da sonst hin? Ich habe mich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen weggeschmissen, weil das ja offensichtlich etwas sehr Subjektives ist und ich manchmal mich wundere, welche Dinge normiert werden. Also Dinge wie zum Beispiel ein E-Auto-Akku, aber nicht. Das hätte zum Beispiel enorme Vorteile beim Recycling, wird aber noch nicht gemacht. Aber okay, ist ein anderes Thema. Welche Faktoren sind jetzt wissenschaftlich gesehen wichtig, damit man eine Wärme als behaglich empfindet? Also an erster Stelle steht da ganz klar die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Ich denke, das sehen alle ein. Also ihr seht hier zum Beispiel eine Grafik, was so ein behaglicher Bereich ist. Ja, die meisten fühlen sich so bei 18 bis 22 Grad im Wohl und bei 40 bis 60% relative Luftfeuchte. Wobei das sicherlich von Person zu Person durchaus unterschiedlich sein kann. Ich würde mich jetzt selber eher so bei den 18 Grad ansiedeln, meine Frau wohl eher am oberen Ende. Aber ich denke, das Problem kennen relativ viele Paare. Außerdem ist die Wärmeverteilung total wichtig. Also wenn es zum Beispiel oben am Kopf viel wärmer ist als unten an den Füßen, ja, da warme Luft ja nach oben steigt, hat man immer eine gewisse Schichtung, wird das als unangenehm empfunden. Hier ist natürlich die Fußbodenheizung ganz, ganz weit vorne, aber auch kalte Wände können eine Rolle spielen. Das ist jetzt nicht nur der Boden. Und weiterhin werden auch kalte Luftströme, also der sogenannte Zug, den alle kennen, von den meisten als super unangenehm empfunden. Ich würde denken, da ticken noch fast alle gleich. Die Art der Wärmeübertragung hat aber, soweit ich das finden konnte, keinen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden. Strahlungswärme kann aber natürlich Wände und so weiter direkt erwärmen, was die Verteilung der Wärme natürlich verbessern kann und damit das Empfinden indirekt positiv beeinflusst. Konduktion hingegen ist echt angenehm. Beim Baden oder wenn man sich zum Beispiel direkt gegen die warmen Kacheln eines Ofens lehnt, das ist schon mega geil. Ist aber natürlich nur mein subjektiver Eindruck und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde denken, die meisten würden das auch so empfinden. Ein anderer mega interessanter Fakt ist noch, dass trockene Luft für den Menschen eigentlich gesünder ist und das Gefühl, dass trockene Heizungsluft Atembeschwerden erzeugt, liegt vielmehr an der Staubbelastung in den Räumen. Und diese wird durch die massive Dämmung verursacht. Denn in alten Häusern hatte die eintretende Außenluft im Winter die Temperatur in Bodennähe nahe dem Taupunkt gehalten, sodass das kondensierte Luftfeuchte den Staub gebunden hat. Also das fand ich einen relativ interessanten Fakt, der mir noch nicht so bewusst war.
Falls euch das ganze Thema noch mehr interessiert, kann ich euch nur hier diesen Link empfehlen. Das ist ein Gratisbuch von Alfred Eisenschink. Das heißt, falsch geheizt ist halb gestorben und da stehen echt ziemlich spannende Sachen drin. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was lernen und wenn ja, dann lasst mir ein Abo da und ein Like. Ich freue mich mega und euch kostet es nichts. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.